Slenderman im Kino, heftige Kontroverse um Netzphänomen. Wird Slenderman genauso gefürchtet wie Pennywise, der Horrorclown? Im Mai kommt der Gruselfilm um den Anzug tragenden Walddämon in die Kinos und versucht, den tödlichen Spaßmacher aus S vom Schockerthron zu stoßen. Aber um den Streifen, der auf dem Internet-Meme von 2009 basiert, gibt es eine heftige Kontroverse. Vor 4 Jahren stachen 2 12-jährige Mädchen auf eine Freundin ein, weil sie an die erfundene Horrorgestalt glaubten. Ist es Zufall, dass der Film Slenderman im gleichen Monat, in dem auch die Tat stattfand, über die Leinwände flimmern wird?